Alofs bereut Transfers. Vorstandschef Klaus Alofs vom VfL Wolfsburg hat Fehler in seiner Transferpolitik zugegeben. Vor allem die Verkäufe von Kevin De Bruyne und Ivan Perisic bereut der 59-Jährige. Wirtschaftlich seien die Transfers zwar richtig gewesen, man habe die beiden sportlich aber nicht ersetzen können, so Alofs in der Sportbild. Völler wütet nach Pokal aus. Sportdirektor Rudi Völler hat nach dem Pokal aus in Lotte auf die Mannschaft von Bayer Leverkusen geschimpft. Nach der Führung hätte man nichts mehr anbrennen lassen sollen, kritisierte der 56-Jährige. Das sei an Dämlichkeit nicht zu überbieten, polterte Völler nach dem Spiel bei Sky. Pochettino sauer auf Klopp. Tottenham-Coach Mauricio Pochettino hat sich über das Verhalten von Jürgen Klopp beim League-Cup-Spiel zwischen Liverpool und Tottenham beschwert. Er fände es sehr seltsam, dass Liverpool gegen Ende des Spiels angefangen habe zu lamentieren, sagte der Spurs-Trainer nach dem Spiel. Der Liverpooler Coach forderte in der Schlussphase mehrere Freistöße für sein Team und eine rote Karte gegen Tottenhams Kevin Wimmer. Tuchel denkt nicht an Real. Thomas Tuchel will sich von den Gerüchten über ein Interesse von Real Madrid nicht beeindrucken lassen und konzentriert sich lieber auf Dortmund. Es ist gefährlich, sich darauf einzulassen und sehr gefährlich, sich auch noch was darauf einzubilden, weil es einfach den Blick vom Wesentlichen nimmt und das Wesentliche ist hier jeden Tag und die Arbeit mit meiner Mannschaft. Es gibt keine anderen Gedanken zurzeit. Ich kann nicht jede Aufforderung, jeden Kommentar und alles Mögliche immer wieder kommentieren. Die Mannschaft hat heute so gespielt, wie sie spielen muss und das war okay und das ist gut. Und wir freuen uns heute drüber, weil es natürlich ein wichtiger Sieg war, auch eine Runde weiterzukommen. Und ansonsten haben wir genügend Aufgaben vor uns, uns weiter auf die nächsten Spiele zu konzentrieren. Ich habe ja schon oft was gesagt zu Ahlen, aber in dem Fall ist es tatsächlich so, dass wir heute uns klar waren, dass wir mit zwei Spitzen spielen, ne, und dass ich dann zwei Spieler auf der Bank hatte heute schon, die Zehnerposition spielen können. Und deswegen brauchten wir da keinen dritten Spieler. Das war der Grund. Mit den Sport 1 News immer up to date. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Immer noch Reus über den halben Platz, vorbei an Bonucci und rein ins Tor.